und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte heute mal das Thema aufgreifen, wie ich am besten Sensibars lager, dass ich gut über den Sommer komme, wenn es warm wird, dass meine Sensibars auch noch frisch bleiben. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne Zeit anschreiben. Ich bin unabhängige Sensi-Beraterin und unten in der Videobeschreibung sind alle Kontaktmöglichkeiten von mir hinterlegt. Könnt ihr mich gerne anschreiben über Instagram, Facebook und eine E-Mail schreiben. Und ich beantworte euch sehr gerne die Fragen und ich würde sagen, wir fangen mit den Fehlern, wo man machen kann, an. Der erste Fehler ist, wenn man die aufhängt, weil erstens kommt die Sonnenstrahlung drauf, zweitens können sich das Wachs in der Farbe verändern und unser Wachs ist ja mit Öl versetzt, das Öl kann auslaufen. Die Spitzen dann und dann läuft das hier alles hier runter und läuft dann aus der Packung raus und kann unschöne Flecken machen. Also wenn ihr sagt, oh, ich finde die schönen die Bars, will ich mir an die Wand hängen, macht, wenn sie aufgebraucht sind, hängt sie euch dann an. Dann, ich lege meine Bars, ich habe eine Kiste, zeige ich euch mal, hier. Da werden noch bestimmt noch einige Kisten bei mir dann kommen. Im Moment ist es noch überschaubar, habe ich sie drinne, wo sie alle liegend aufeinander liegen und ich habe sie nochmal in der Schublade, dass kein Licht drankommt und mir keine Farbe verändert. Und auch kühl lagern. Ich habe sie bei mir im Kleiderschrank, die Kiste. Und wenn ich meinen Kleiderschrank aufmache, kommt eine Duftexplosion raus. Und wenn man die Kiste noch aufmacht, dann noch mehr. Das ist das Wichtigste, was ist. Kühl, trocken und kühl, kühl, trocken und vor der Sonne schützen. Im Sommer habe ich sie auch im Kleiderschrank, da kommt keine Sonne drauf. Es ist warm im Raum, weiß ich, aber es ist schon mal gesichert, dass mein Duft nichts passiert. Also immer schön liegen, lagern und ihr könnt sie auch aufeinander stapeln, das ist ja kein Problem. Halt nicht hängend. Und ich sehe gerade, ich habe hier einen Duft, den wollte ich wieder mitnehmen. Mal wieder düfteln, den kann ich mir gleich beiseite legen. Und so habt ihr lange was von euren Bars. Weil ihr seht, ich habe hier mal zwei Würfel raus, dort einen Würfel. Das macht keinen Abbruch im Bar. Hier habe ich einen Würfel raus. Hier habe ich zwei. Hier ist noch weniger drin. Also ich stapel die alle. Und wenn sie leer sind, mache ich dann auch wieder ein Aufgebrauch-Video. Oder wenn ich wieder neue Bars dazu bekomme. Jetzt sehe ich, der hat nicht mehr liegend und ich würde sagen, das war's schon von mir. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu den Bars, zu den Lampen, Diffuser, unseren Ventilatoren, zu unseren Körperpflegeprodukten, Putzmittel, Buddies, für unsere Tiere, USW, schreibt mich gerne an. Ich beantworte euch alle Fragen, wo ihr habt. Wenn ihr gerne mal eine Taschenparty habt, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Dann mache ich euch ein Paketchen fertig oder eine Tasche, wenn ihr bei mir in der Nähe wohnt und bringe sie euch vorbei oder schicke sie euch zum Testen zu euch. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und ich freue mich auch über jeden Abonnenten und freue mich über euer Feedback. Und wenn ihr aktuelle News wissen wollt, was Neues gibt an Kollektionen zum Beispiel oder sonstigen Aktionen von Sensi, dann schaut gerne bei Instagram vorbei oder Facebook. Dort seid ihr am besten informiert. Da poste ich regelmäßig, was Neues kommt, was aktuell wieder ist. Und genau, das war's. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Da werde ich wieder mal ein neues Thema euch aufgreifen, was euch vielleicht interessiert. Und wenn ihr ein Thema habt, was ihr gerne mal mehr wissen wollt, schreibt es gerne mal unter die Kommentare. Ich beantworte es und werde daraus mal ein Video machen.
weil mir gehen langsam auch die Ideen nicht aus, aber manchmal was Neues dazu zu kommen, was man vielleicht noch nicht so in Gedanken hatte, da würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, macht's gut, eure Mama Mut.